Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Darksiders. Ich begrüße euch. Ja, falls ihr den letzten Part gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich noch, dass wir ein Kristallschwert gefunden haben, welches wir hier benötigen. Ich zeige euch das nochmal kurz. Genau, hier hat es drei Statuen und wir müssen drei Schwerter finden, nehme ich an, um endlich zu Tiamat zu gelangen oder dergleichen. Ich will sie ja gar nicht mehr erwähnen, ganz ehrlich. Die suchen wir jetzt schon eine halbe Ewigkeit. Ja, und im letzten Part haben wir dann eben das erste Rätsel gelöst. Wir mussten einen Feuerteppich versiegen lassen, um zum Schwert zu gelangen. Und jetzt stehen wir hier vor der zweiten Passage, nenne ich es mal. Vor dem zweiten Puzzle, was auch immer. Ich habe keine Ahnung und werde mir das jetzt mit euch ansehen. Von da genug gelabert, weiter geht's mit Darksiders und ja, mit der Suche nach Tiamat und den verlorenen Kristallschwertern. Ja, viel Spaß dabei. So, okay, jetzt mal noch die Lage sondieren. Das letzte Mal habe ich nur ganz kurz hier reingeguckt. Was müssen wir machen? Da unten hat es einen Mechanismus. Da müssen wir hin. Das ist ein Seil, an dem wir uns wahrscheinlich abseilen können. Allerdings steht uns da was im Weg. Ich glaube nicht. Vielleicht können wir das auch mit dem Körpergewicht wegdrücken, aber es würde mich wundern. Aber ich werde es einfach versuchen, weil es ja egal ist. Hier Fail und so, ne? Mal gucken, vielleicht kann ich ja auch so. Nein! Nein, kann ich nicht. Aber ich meine, hey, man muss jede Theorie mal ausprobieren. Ja? Hätte ja sein können, aber dann funktioniert das doch eher so, dass wir die Dinger hier wegsprengen müssen. Wahrscheinlich. Flieg und Sieg! Was war's nochmal? Flieg und Sieg, was war das? Sailor Moon? Ach, ich habe keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal. Was habe ich die Serien gehasst damals? So, okay, wir haben das Hindernis jetzt aus dem Weg geräumt. Und ich würde sagen, ich werde mich da jetzt mal nach unten begeben. Whee! So ganz lässig mit einem Arm, das finde ich einfach nur super. So, was haben wir jetzt hier? Muss ich da rauf? Ja, selbst wenn ich müsste, ich komme nicht rauf. Die Tür bleibt verschlossen, dann kann ich eigentlich nur den Mechanismus hier betätigen. Mal gucken, was passiert. Oh, okay. Oh no. Au, au. Stay down. Dankeschön. Gut, aber ich glaube, wir hatten schon länger keine Gegner mehr oder sehr wenig Gegner in letzter Zeit. Bisschen schade, aber andererseits auch mal ziemlich chillig, ein bisschen relaxen hier ohne Gegner um sich zu haben. So, okay, was hat sich getan nach dem Mechanismus? Es hat hier diese Steinplatten verschoben, beziehungsweise gesenkt in dem Fall. Und ja, was soll ich jetzt hier machen? Kann ich die irgendwie betätigen? Nö. Okay, dann gehen wir mal weiter hier im Text. Okay, also ich schätze mal, dass ich die zwei Kristalle hier einmal mehr beseitigen muss, was aber wahrscheinlich normal mit der Klinge nicht passiert oder nicht möglich ist. Ja, hallo? Ich ziele hier auf den Kristall. Was soll der? Ja, ist. Ja, nee, ist klar. Versuchen wir es von hier nochmal. Nee, das bringt nichts. Das Ding braucht einmal mehr eine Feuerquelle oder irgendeine Energiequelle. Gut, ich meine, Feuer hätte es hier genug. Kann ich hier irgendwie was einsammeln mit der Kreuzklinge? Von diesen komischen kleinen Feuerspuckern? Feuerblasen? Nee, kann ich nicht. Okay, weiter im Text. Oder auch nicht. Was muss ich jetzt hier... Oh. Ach, ja, nee, klar. Mhm. Macht Sinn, macht Sinn. Oh, okay, alles klar. System verstanden, System kapiert und trotzdem fehlen, wahrscheinlich. da drüben dürfte es dann quasi noch ein Schwert haben, ne? Ach, und da hat es auch noch eins. Interessant. Komme ich von hier darüber? Oder muss ich den Weg zurück? Ach. Nee, komm, das wird schon funktionieren. Ja, geht doch. Sehr schön.
Dann muss ich wahrscheinlich dasselbe hier nochmal machen. Flieg und Sieg. Alles. Wow, 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 wow. Oh no. Oh no. Oh no. Wow! Muss ich was ausprobieren, ob das funktioniert? Ich bezweifle es. Doch, das geht. Sehr schön. Ich dachte, wenn ich das Ding in der Luft zerhäcksel, oder ja, hier dem Ding die Haare schneide, so wollte ich sagen, ob ich dann wieder zurückspringen kann oder ob ich dann über dem Feuer oder ins Feuer abstürze. Aber das hat doch funktioniert. Sehr gut. So, was hat sich jetzt hier geändert? So einiges. Komme ich hier jetzt hoch? Yep. Sehr fein. Okay, wo muss ich... Ach, okay, alles klar, da ist noch ein Schwert, natürlich. Ist da auch noch eins? Ist da noch ein... Ja, sieht... Ja, sieht so aus. Super. Okay. Die Frage ist jetzt... Wait a minute. So weit kann ich doch nicht fliegen, oder? Ja. Seht Krieg fliegen und abstürzen wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Oh! Nein, ich korrigiere mich. Seht Krieg gar nicht fliegen. Oh, crap. Aber es war jetzt insofern gar nicht so schlecht, weil ich mir den Sprung jetzt erspart habe, da ich ja da hinten wieder belebt wurde. Ich nenne es mal so. Sehr schön. Oh mein Gott, was ein Fail. Aber ja, wie gesagt, nichts Neues. Business as usual. So, okay, dann sehen wir das Ding hier mal an. Mal gucken, was sich jetzt verändert. Oho. Ah, unsere geliebten kleinen Haftbomben. Das erklärt jetzt wahrscheinlich, wie wir die zwei Kristalle da loswerden. Alles klar. So, dann nimm du mal eine hier. Oh, hoffentlich... Ja, das hat gereicht. Oh, da ist auch eine Seelenkiste da hinten. Dann nehmen wir uns jetzt mal den hier noch vor. Bam. Fein, fein, fein. So, jetzt ist die Frage. Komme ich von hier? Komme ich da hoch? Das sieht schon noch hoch aus. Hm, mal gucken. Oh ja, okay, das funktioniert. Sehr schön. Okay. Ah, okay, das erklärt jetzt auch... Ah, okay. Aber ich komme hier wahrscheinlich... Warte mal. Alles klar, hier. So, und wohin jetzt? Achso, kann ich mich wieder am Seil hier festhalten? Ja, kann ich. Sehr schön. Ja, dann. Ja, ist anstrengend, Krieg, ne? Das sieht auch sehr anstrengend aus. Oh, da ist das Kristallschwert. Sehr schön, das war dann ja gar nicht so schwierig. Kann ich mich da schon fallen lassen oder habe ich hier noch... Alles klar. Sehr schön. Es geht voran, meine Lieben. Langsam, sehr langsam, aber sicher. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich hier jetzt wieder hoch? Da ist das Seil, da ist eine Kletterwand. Los, Krieg. Enttäusch mich nicht. Hallo? Dankeschön. So. Ja, das sieht aus, als könnte ich da hochspringen. Oder auch nicht. What the fuck? Ich muss doch wahrscheinlich zu dem Seil wieder, um mich zurückzuhangeln. Das sieht jetzt gar nicht so hoch aus, also... Hm. Ach komm, Krieg, das muss doch... Hm. Wow! Okay, das war knapp. Nein, also zu dem Seil komme ich offenbar nicht mehr. Hm. Oh, ja. Jerry, Vollidiot. Alles klar. Kann's nur das hier sein. Da sind auch irgendwelche Ketten. Hier der Mechanismus, hier wahrscheinlich auch. Ja, mehr oder weniger. Okay, gut, es muss irgendwas mit den zwei Dingern jetzt zu tun haben.
Ah, alles klar. Alles klar. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt auch wieder easy going zurück. So. Jetzt habe ich nur eigentlich eine Frage. Wie komme ich jetzt hier wieder... Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Also das Schwert habe ich, das Kristallschwert, und ich muss jetzt wieder hier hoch. Aber wie? Sehr merkwürdig. Achso, ich sollte wahrscheinlich auch erstmal hier hoch, nehme ich an. Wobei, komme ich da hoch? Welches Schwert muss ich jetzt aktivieren? Ich hoffe mal... Na gut, von hier aus kann ich eigentlich jetzt ohnehin nur dieses... Und da komme ich nicht rüber, ne? Ne. Kann ich nur dieses hier aktivieren? Ah, okay, das geht auch hoch. Gut, dann sollte das eigentlich reichen, hoffe ich. Krieg! Mach keinen Scheiß! Krieg! Oh, Gott sei Dank. So, und da müsste ich jetzt rein können. Da war eine Truhe, ne? Genau. Lecker, lecker Seelen. Dankeschön. Vulcrim wäre mal wieder schön zu sehen. Und ja, Ari, ich weiß, ich sollte wahrscheinlich auf Symbole achten, aber ja, ich hier halb blind und so. Ja, so viel dazu. Hier hat sie ja noch ein weiteres Schwert. Warum hat sie noch ein weiteres Schwert? Achso, es könnte sein, dass das Schwert hier ja dafür gedacht wäre, oder es ist, dass ich wieder hochkomme. Das wäre natürlich sehr schön. Oh ja, das sieht doch, ja, doch, das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wow. Vorsichtig, Krieg. Vorsichtig. Komm on. Komm ich da hoch? So, einer noch. Yes. Ja, und von hier aus müsste ich jetzt eigentlich rüberkommen. Selbst sollte ich abstürzen, da ist noch so eine Kletterdingens hier. So eine Kletterschiene. Das heißt, ich müsste das so oder so... Ach, okay. Alles klar. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das lief doch gar nicht so schlecht, bis auf zwei, drei kleinere Fails. Aber ganz ohne, glaube ich, geht bei mir auch gar nicht. Und ja, wir haben das zweite... Wow, wow, wow. What the fuck? Wir haben das zweite Kristallschwert. Und ich würde sagen, das setzen wir jetzt noch ein. Dann mache ich mal einen Cut. Und beim nächsten Mal werden wir gucken, wo wir das dritte finden können. So, welche Tür ist jetzt eigentlich hier noch verschlossen? Achso, ja, die einfachste, ne? Hier. Aber das heißt einfach, also ebenerdigsten, so meine ich. So, wo muss ich, kann ich die einsetzen, wo ich will? Offensichtlich. Wen gebe ich sie? Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Links. So. Bitteschön, Lady. Ah, okay. Alles klar. Jetzt hat sich quasi diese Tür hier geöffnet. Die hier. Ja, und ich würde sagen, was sich hinter dieser Tür verbirgt, das werden wir uns das nächste Mal ansehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in diesem Part, auch wenn ich einmal mehr... Ja, mich nicht ganz so clever angestellt habe, ich nenne es mal so. Aber wie gesagt, wer meine Let's Plays guckt, der muss damit sowieso leben, seit Beginn her. Seit Mirror's Edge. Und ja, ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch das nächste Mal wieder begrüßen dürfte, wenn es heißt Let's Play Darksiders. Weiterhin auf der Suche nach Tiamat und dem jetzt wahrscheinlich letzten Kristallschwert. Und vielleicht haben wir Glück und nach diesem letzten Kristallschwert wird sich dann Tiamat in voller Pracht uns zeigen. Ich hoffe es. Ich kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt. Mittlerweile ist es doch spät geworden in diesem Spiel, sage ich jetzt mal. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich euch begrüßen dürfte und wünsche euch, wie gehabt, einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.